So, meine Leute, mein Name ist Charlie Wolfs und heute mal ein Commentary ohne Facecam, da ich mich einfach viel besser konzentrieren kann auf das, was ich sage und nicht so unnötig rumfuchtel und ja, ihr kennt das ja. Das Ganze hier hat mir der Kommentator das Rump geraten und ja, ich probiere das jetzt einfach mal aus und schaue, wie ich das so selber finde und alles. Ist übrigens ein richtig nicer Kommentator, könnt ihr mal vorbeischauen, ich feiere den in letzter Zeit richtig und schaue ich jedes Video so ungefähr, also ja, könnt ihr mal bei YouTube eingehen, wenn ihr wollt. Und sorry, dass wieder über 10 oder 11 Tage nichts kam, ich habe vergessen über die Ferien, beziehungsweise wirklich verplant, über die Ferien vorzuproduzieren und dann, ja, hatte ich halt kein Video und habe noch eins für UX gemacht. Könnt ihr mal vorbeischauen bei UX Gaming. Ich verlinke euch mein Video mal davon und ja, falls ihr nach diesem Kommentar noch ein Video von mir sehen wollt, könnt ihr das natürlich gerne machen und falls ihr UX noch nicht abonniert habt, ja, ich sag's ja am besten jetzt in jedem Video. Egal. Und das ist nach einem halben Jahr mal wieder ein Modern Warfare 3 Gameplay von mir. Das ist übrigens auch das allererste Gameplay, was ich jemals mit der Elgato aufgenommen habe und ja, gönnt euch auf jeden Fall. Ich habe da nämlich sowas letztens auf Twitter mitbekommen. Ich heiße da übrigens Charlie240p, also könnt ihr gerne Schnauze, Mann. Okay, sorry, das musste kurz sein. Auf jeden Fall gab's da letztens so einen kleinen Beef zwischen dem Rapper 3 Plus und der, ja, Beauty-Vloggerin Dagi B. Für die Leute, die jetzt 3 Plus nicht kennen, das ist ein ehemaliger VBT-Rapper, der hat letztes Jahr auch sein erstes Album richtig rausgebracht und ja, seine Songs feiere ich eigentlich übel, denn ja, die Texte sind nicht wirklich das Komplexe oder die Reime sind nicht, ja, das höchste Niveau oder wie man das sich auch vorstellen soll, sondern es ist einfach musikalisch, muss man einfach sagen, und das feiere ich halt auch. Das ist nicht halt wirklich, was um Pop geht von Crow oder so, sondern einfach noch Rap, sage ich mal, und das halt musikalisch und deswegen feiere ich das übel. Ich kann euch ja mal ein paar von seinen Songs, die ich so feiere, verlinken und ja, könnt ihr mal auschecken, falls ihr ihn jetzt nicht kennt oder so. Und ich weiß jetzt gar nicht so richtig genau, wie jetzt der ganze Beef zwischen den beiden so wirklich begann. Ich meine, 3 Plus hat so längere Zeit sich über die Tweets von Dagi B so ein bisschen lustig gemacht. So, ich zeige euch jetzt mal ein paar Beispiele. So, Hashtag, ich schätze an Dagi ihre Ehrlichkeit. Sie gibt sich so erfolgsfrei, weil sie es nun mal ist. Hashtag One Word for Lion. Scheiße, ja. Hashtag Plusmensch. Soll ich mir auch mal einen Followback-Account machen? Interessiere mich voll für dich. Aber halt nicht mit diesem Account. Warte, und noch ein. Ed Welt. Ihr kennt wohl die Gangtour, nicht was? 26 Euro Eintritt für Foto und Autogramm. Basti B und ich, 3 Titti, haben gerade euer Geld gezählt. Nur für euch. Das ist die Fan-Nähe. Das machen wir gerne. Hashtag kauft meinen Scheiß-Gang. Boah, Leute, ich bin euch für alles hier so dankbar, was im Moment passiert. Ich verdiene dieses Jahr wieder unendlich Geld an euch. Oder ich bin so dankbar, in Klammern reich, wegen euch, in Klammern eurem Geld, kann ich meinen Traum, in Klammern mich wichtig zu fühlen, leben. Danke. In Klammern kauf meinen Scheiß. Und das waren jetzt nur ein paar Beispiele, könnt ihr mal bei dem Twitter-Account davon 3 Plus den ganzen Rest und alles angucken, ist auf jeden Fall recht amüsant, dürfte man behaupten, ja? Und ja, so ging das dann so ein bisschen weiter, aber Dagi B hat am Anfang dann nicht wirklich drauf reagiert und danach hat sie aber, glaube ich, angefangen, ihm zu followen, ja? Und dann hat er wieder irgendwas gegen sie gepostet und dann hat sie dann gepostet, @3plus, ich schenke gerne nutzlosen, untalentierten Rappern meine Follows, da fühle ich mich glatt besser, nachdem ich den Kids das Money abziehe. Und danach kam es zu so einer kleinen Diskussion, irgendwie so, Glückwunsch Dagi B, bleib bitte für immer ein abschreckendes Beispiel für Menschen, die sinn- und talentfrei zu viel Geld und Fans bekommen. Dann twittert sie zurück, oh, wie lieb von dir, danke, wünsche ich dir genauso. Nur, dass das bei dir nicht so wirklich klappen will, weder Quanti noch Qualität. Das hat ihn wohl so ein bisschen beleidigt, denn er schreibt so relativ aggressiv, das sagt die Freundin von Lion, du isst für ein paar Klicks Maden auf YouTube, red nicht von Qualität, du Witzbold. Und hat sie so ein bisschen schneller zurückgetwittert, denn ich denke mal, das noch sollte eigentlich ausgeschrieben sein, und ich werde noch dafür bezahlt, haha, will ich nicht sagen, aber dieser Lion war nicht ohne Grund fünfmal in den Charts, und du so? Nee, nicht ohne Grund. Kinder und deren Eltern haben dafür bezahlt. Glückwunsch, nächstes Jahr dein Echo. Dann bleibt trotzdem Bullshit. Dann wollte sie sich so versöhnen und hat dann geschrieben, komm schon, sei doch mal endlich vernünftig und nicht so negativ. Nutz deine Zeit besser anders, so kommst du nicht weit. I'm out. Und ja, die Diskussion ist ungefähr so weiter fortgeführt und dann ging das Ganze noch rüber in die Hashtag Gangtour und ja, das YouTuber Konzerte geben etc. Übrigens, meine Meinung dazu ist, dass YouTuber Konzerte geben, finde ich eigentlich richtig nice. Und ja, ich finde es aber wirklich nur gut, wenn die davor schon Musik gemacht haben und auch wirklich durch diese Musik auch groß geworden sind, sage ich mal. Dadurch durch ihr Talent und nicht einfach nur die Musik denn verkaufen, damit sie denn noch einen ja, Einkommenszweig haben an Geld und dann einfach nur, um noch ein neues Medium auszunutzen, was ja, wofür man im Grunde Geld machen kann, obwohl man im Endeffekt gar kein Musiktalent hat, sondern die Scheiben im Endeffekt nur verkaufen, weil das die Fans halt eh kaufen, weil es halt von diesem Menschen ist. Und ja, das finde ich an sich richtig geil, dass man durch YouTube auch berühmt werden kann als Musiker. Bestes Beispiel ist natürlich Justin Bieber etc. etc. Und ja, aber es sollten wirklich nur Leute sowas machen, die auch wirklich Talent haben und davor schon Musik gemacht haben, sage ich mal. So wie das jetzt die meisten großen YouTuber wirklich aufziehen, finde ich das richtig arm und richtig, das ist eine richtig eklige Sache, in die sich so YouTube entwickelt, auch jetzt mit diesem Kinofilm, da ging es, hat 3 Plus, glaube ich, auch irgendwas getweetet von wegen, ich spiele in 3 Filmen mit, nicht wegen meiner Millionen Fans, die das alle schauen kommen, sondern weil ich Talent habe. Waha, okay, Hashtag Schande. So, und ja, da muss ich ihm wirklich zustimmen, dass YouTuber im Grunde dafür ausgenutzt werden, einfach nur, damit sie diese Reichweite mit
mitbringen, so, ja, okay, nehmen wir nochmal den, das hat er auch Gronkh mal in seinem, Let's Rutsch in Richtung 2015 müsste das gewesen sein, hat er gesagt, dass er auf richtig vielen Events teilweise war, einfach nur, weil er diese Reichweite mitgebracht hat und, im Grunde wollte man ihn dafür gar nicht, aber sie haben ihn halt wirklich nur genommen, weil er diese Reichweite hatte und das ist einfach nur Ausnutzen von YouTubern. Das ist einfach eine richtig eklige Sache, in die sich YouTube so entwickelt bei größeren YouTubern und wie ist eure Meinung dazu? Schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare, wie ihr das so findet, dass so YouTuber Tours machen durch ganz Deutschland und was weiß ich nicht alles und CDs rausbringen etc. Filme jetzt da teilweise und eure Meinung dazu interessiert mich dazu extrem, Alter. Diese ganze Sache mit diesem Kartoffelsalat-Film finde ich eigentlich recht interessant und ich würde den an sich sogar gucken, einfach nur mal zu schauen, wie sich so die YouTuber darin schlagen, schauspielerisch und sowas alles, aber ich würde mir echt zu schwul rüberkommen, denn da in diesen Kinofilm reinzugehen, wo denn die ganze Zeit nur 12-jährige Vibinators etc. sind und dann gibt es natürlich noch andere Wege, zum Beispiel auf DVDs, nicht wahr? Ja, genau. Und aber nochmal zurückzukommen auf die Sache, dass YouTuber ihre Reichweite quasi verkaufen. Das hatte ich auch schon in dem Montana Black und Elotrix App Review Werbungsvideo da gesagt. Ich finde, das ist eine richtig eklige Sache, die sich YouTube so entwickelt. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das so Ganze so seht. Und ich hoffe mal, das Video hat euch viel mal gefallen. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, das ist mir sehr wichtig. Und Bewertung, keine Ahnung, müsst ihr jetzt nicht geben, könnt ihr machen, ist mir relativ Wayne. Und könnt ihr nochmal unten in die Videobeschreibung klicken und mein neuestes Video auf UX anklicken. Und da würde ich mich aber freuen, wenn ihr da bewertet. Da sind wir nämlich kurz vor 100 Likes auf dem Video und ja, würde mich freuen, wenn wir auf UX Gaming mal wieder 100 Likes sehen. Und das war's von mir. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.